Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert in der Naturzone. Krass, wieso sieht der so krass aus? Naja. Ich würde ja gerne die Naturzone weiter erkunden, aber ich persönlich halte... Ich habe die Vermutung, dass es hier nur ältere Pokémon gibt und gar keine ganz neuen. Wenn jemand mehr weiß dazu, kann er mir gerne in die Kommentare schreiben. Deshalb werde ich jetzt erstmal storytechnisch weiterlaufen. Durchquere die Naturzone, um Engine City zu erreichen. Kein Problem. Ist doch ein Klacks gewesen. Ich muss erstmal laden. Oh, sehr schön. Sehr schön industrialisiert. Wie im Trailer auch zu sehen, als Hoplo darauf rumlief und sowas. Sehr, sehr schön. Sieht aus wie ein mechanisches Sonnenkreispodium. Nicht, Shirada-sama? Pico Chilla, yeah, der Chiller vom Dienst. Pico Chilla! Das ist mein kleines süßes Pico Chilla. Na, so süß finde ich das gar nicht. Picochilla haben einen wahren Putzfimmel und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Oh, das zweite Pokémon, das praktisch ist für zu Hause. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion Gala quasi Hinstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Ach, hier kann man die Kamera nicht mehr bewegen. Ist ein bisschen ungewohnt. Engine City. In dieser Industriestadt wurde das moderne Zeitalter mit Hilfe von Dampfkraft eingeläutet. Hey, hallo. Hier drüben. Ah, du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicherlich ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du nur kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch noch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Ey, da ist so eine geile Werbung mit diesem Kami-Hubster, wie er an dem Tischdecke zieht mit dem ganzen Futter. Erwin Senne. Hey, Wolli. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom-Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Eine Ligakarte von Deleon. Du bist aber Sania, die Sahneschnitte. Du kannst das Design deiner Ligakarte mit Hilfe der Kartomaten, die du in deinem Pokémon Center von Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Ligakarte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt seine eigene Ligakarte, die er über die Kommunikationsfunktionen mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den nächsten auf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Ligakarte ansehen, die du bereits erhalten hast. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heimzulassen. Oh, dieses Erklären, ne? Ich will das selber rausfinden, Mann. Das geht mir auf den Sack teilweise. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Ich auch, vor Wut, weil du nicht den Sabbel hältst, echt. Hi, heilen wir uns mal ein bisschen. Ah, ist doch ein ganz nettes Team, oder? Sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte bewähre uns mal wieder. Ja, machen wir mal die Ligakarte. Pokéjobs. Gala suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die dir helfen können. Du kannst die Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Ah. Das ist cool. Vielseitige Stoffe.
Easy, welches Pokémon das sein kann. Wolli. Reicht das nicht? Zickzacksfell. Okay. Ich schicke hier so alte Leute. Keiner braucht. 3 Stück. Entsenden. Okay. Komm, geh mal den ganzen Tag arbeiten. Kein Problem. Tschüssi. Ja. Yes. Modernen Sklaven. Bis bald. Achso, die Ligakarte. Kartomat. Oh yeah. Kriege ich irgendwas Geiles? Hintergrund. Hey, was sind das? Klicklacks, Alter? Geil. Den ja wegen Let's Go Evoli locker. Warum sollte ich das benutzen? Da ist doch schon jemand anders drauf. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Effekt. Oh yeah. Diese Effekte fügen sich ganz gut zu diesem Bild ein. Komm, wir sind eine Holo-Karte. Wir sind sehr selten. Ramen. Höchstens die Nudelsuppe. Das passt tatsächlich am besten dazu. Und weiter! Kann er die... Okay. Aha. Okay, ey. Vom Regen musst du dir keine Sorgen machen. Unsere Ligakarten sind nämlich wasserfest. Natürlich. Piep, piep. Servus. Wenn du ein Pokémon fangen willst, solltest du es zuerst schwächen. Versuch doch mal seine KP zu verringern oder es mit einer Attacke in den Schlaf zu versetzen. Das Rotom in dieser Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Mhm. Na, Hübsche? Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen sie sich so ähnlich. Hey du, wenn du als Koppel dabei hast, würdest du gegen meinen Raffel tauschen? Niemals. Ach, schade. Ja, Pech für dich. Mach ein besseres Angebot. Heiler, 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 Trank. Sind schon nicht mehr gut genug, eigentlich. Komm, hau nochmal trotzdem 10 Tranks aber raus. Nein, nein. Tier, der hat bestimmt TMs, oder? Pokebälle, X-Dinger, ich hasse diese X-Dinger. Netzball kann ganz gut sein. Weil Wasser und Käfer, Wasser sind auf jeden Fall die häufigsten. Pokebälle, niedriges Level, nicht halber, egal, wurscht. Fertig. Ach, Sania, bitte lass mich einfach mal in Ruhe. Da ist was. Hui. Nugget. Immer schön gut zum Verkaufen, na? Ich sehe mir Tag ein, Tag aus diese gigantischen dampfbetriebenen Zahnräder an, weil ich so programmiert wurde. Engine City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Dass sie alle verbunden sind? Hier alles. Oh mein Gott, wie cool. Achso, die labern, deswegen darf ich nicht dazwischen gehen. Ah, Sania, ich komme ja schon. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena-Challenge natürlich, Mann. Genau, als nächstes solltest du die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge mal angucken und so. Ich würde mich gerne hier selber umgucken, danke. Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Onyx.
Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Mhm. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Ah, sie hat mir einen Kuss gegeben. Warte mal. Dieser Briefkasten wird regelmäßig vom Pokémon entleert. Warum passt Pilippa dazu? So als Bote. Ich hab Blumen-Pokémon total gern. Ich bringe immer einen Blumenstrauß mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft der frischen Blumen einfach über alles. Boah, ich kann das nicht lesen irgendwie, keine Ahnung. Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wachstum. Daher kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Ihr habt Ahnung. Oh, ein bisschen shoppen. Haare, wäre mal ganz gut. Komm, gib mal was. Herzlich willkommen. Können wir was für dich tun? Bestimmt Make-up. Oh mein Gott, ist leer alle. Also gut, was soll's heute sein? Zeig mal. Nein. 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 Das sieht schon eher nach mir aus. Oh, das sieht komplett fast nach mir aus. Außer hinten, das ist viel zu lang. Aber perfekt. Sehr schön. Bestätigen. Ja, Mann, genau meine Haarfarbe sogar. Komm, gib mal her, Friseurin. Zeig mal, was du kannst. Eindeutig. Sieht klasse aus. Nur meine Augenfarbe ist nicht richtig. Nein, Mann. Zu Kopfbedeckung, Mann. Ja, Mann. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Mhm. Danke, danke, danke. Ich bin unendlich cool jetzt. Jetzt sehe ich endlich wieder richtig aus. Ach, Sanja, ich hoffe, ich kann dich ignorieren. Bequemes Shirt, Polohemd. Ach so, mhm. In einer ordentlichen Farbe dafür. Ah, zu teuer der ganze Scheiß, scheiße. Trainingsjacke, sehr schön. Collegejacke, nicht mein Fall. Voll die Designer-Dinger. Chuka-Schuhe, auch nicht so meins. Okay, krass. Brauche ich hier nix. Ja, sieht doch schon ganz in Ordnung aus. Das ist doch ganz gut. So, jetzt können wir mit Selbstvertrauen in den Coffeeshop hier gehen. Ja, ein bisschen Shopping muss sein, Leute. Was ist das denn? Kuhmehl. Kuhmilch, oder was? Fukado, Fukado. Rappel, rappel, rappel. Hut, 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 Hut. Hut mag bitte Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Wenn man in der Arena-Challenge teilnimmt, kann man in Galar zum Star werden. Ach echt? Hast du Deleons Umhang gesehen? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat, aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Aha. Na komm, das schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon echt gute Arbeit geleistet. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es Belohnung und etwas Süßes. Auf Kosten des Hauses. Na, willst du mal probieren? Na klar. Kleines Päuschen voller Action. Wer kämpft? Er? Barista Jim. Komm nur her, Jim. Wadribi. Wadribi. Ich weiß, Bi wegen Biene. Aquabelle, los! 007. Töte Wadribi. Kein Problem für uns. Hast du noch was auf Lager, mein Freund? Hey, lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Hauptsache in einem Café kriege ich Geld, statt Geld auszugeben. Danke.
Ach, ein Duftbeutel. Dann kann man noch ein Pokémon entwickeln. Parfinesse oder so ein Scheiß. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Komm, ich will deinen Pokédex-Eintrag. Warum kriege ich den nicht? Ich habe dich doch gesehen. Bist du mit deinem Pokédex beschäftigt, wie? Da habe ich einen Tipp für dich. In der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. TMs? Plattenladen? Sieh an deinem Pokémon-Trainer. Ich habe Testo genommen. Ich habe hier was für dich. Wende das doch mal auf deiner Pokémon an, ja. Energiefokus hier. Hackt wohl bei dir. Ich kann da nicht mal rein. Die sind... Ach, die kann man nur einmal benutzen. Alles klar. Ist ja scheiße. Nix. Alles gut bei dir? Was los? Nix. Ich habe den ganzen Tag, den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena-Challenge schauen, da mitzuerleben. Oh, Onix, mit dir redet keiner. Onix ist ja an sich schon ein riesiges Pokémon, doch durch die Dynamaximierung wird es noch viel größer. Welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblingsarena-Leiter zu tragen, ist der ultimative Kick. Ja, wenn du Fußball spielst, ist es auf jeden Fall der ultimative Key. TM-Laden? Hier, ich schenke dir diese Top-Ohren-Stöpsel. Hä? Kann man Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren? Weißt du, was an den Top-Ohren-Stöpseln so top ist? Wenn du sie dir an eine Lautstärke steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschkurillisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausblenden. Wenn das mal nicht top ist, weiß ich auch nicht. Hoho. Kinder. Was ist das hier? Buch? Was? In der Auslage befinden sich jede Menge Bücher. Der Werbung zufolge erfreut sich ein Magazin mit einer Sonderausgabe zu einer Arena, leider mit einer ganz besonderen Beliebtheit. Alles klar. Bin ganz ehrlich, bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich so wie von selbst bewegen, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Es gilt natürlich nur nicht für Stahl-Pokémon. Dampfkraft ist toll, sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen. Easy sogar. Liga-Präsident Rosé liegt sehr viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Challenge. Was ein Kerl. Glurak! Glurak! Sie hat übrigens recht mit den Sponsoren hinten auf den Dings. Das sieht echt ein bisschen doof aus. Puh, ohne dich würde ich den ganzen Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Lariko! Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Ich hab da was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das ein Pokémon zum Tragen. Fiole Zauberwasser. Eine Fiole. Ah, Wasserattacken verstärken. Mhm. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Alles klar, dann labert mich nicht voll und ich kann das auch machen. Ah, muss ich mal einen Schluck trinken? Was ist das denn? Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch einen Pokéball wie mich anzusprechen? Dafür will ich dir was Feines geben. Ein Pokéball. Danke. Ach übrigens, mal so unter uns, ich bin im Bad gar kein Pokéball. Da bist du buff, wa? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrat's dir, aber nenn mich Balduin. Oh nein. Vom Bürgerbusch?
Das Stadion ist groß genug, um den maximierten Pokémon auch in Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es ja mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Ja, in Rom. Das Stadion ist riesig. Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Oh, Hopp ist schon wieder da. Will hier rumlaufen, Leute. Ja, da kannst du nicht lang, mein Freund. Geh in die Arena. Okay. Das sehen aus wie Typen. Drache. Fee. Drache. Keine Ahnung. Blatt, Pflanze. Ah, das Endstadion, der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf die Schauköpfe freue ich mich schon sehr. Die Arena-Leute sind bei der Eröffnungszeremonie für die Arena-Challenge auch mit von der Partie, Mann. Ach, Hopp, hi. Da bist du ja. Das ist das Endstadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie. Schauen nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Larico. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Na, Richie? Sieht aus wie aus den 90ern. So Super Richie, falls ihr den mal von euch kennt. Alle Teilnehmer der Arena Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi Inn zu verbringen. Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena-Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Oh, man kann hier so rumlaufen. Geil. Oh, da ist was. Danke für den Schutz. Wasserkampf. Boden oder Stein. Käfer. Keine Ahnung, Mann. Ich hoffe, ach, das glaube ich nicht, aber eine neue Evoli-Entwicklung wäre ziemlich geil eigentlich. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir jetzt also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Was ist denn das da? Ist das eine Oma, ein Junge? Was bist du nur? Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, aber ich hab zum Ändern, sagt mir eure Empfehlungsbriefe. Oh, ein Empfehlungsbrief vom Champ persönlich, sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Teleon hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen? Der müsst ihr wirklich großes Talent haben. Herr Schaff beobachtet, mein Name ist Hopp. Hopp oder Top? Vor ihm steht Deleons kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie, wo, was, wo? Ein Moment bitte. Chill, okay? In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch mal eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt freie Wahl. Also, im Fußballverein war meine erste Trikotnummer die 16, weil es so spät kam. Und die zweite war die 11. Ich mag beide sehr. Aber die 16 ist noch mal was Besonderes. Oder? Elf ist auf jeden Fall Stammspieler meistens, deswegen nehme ich das mal. Du hast dich also für die Elf entschieden, das trage ich sofort ein. Trag bitte immer diese Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge wird morgen in diesem Stadion startet. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospieren übernachten. Das Unheil befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich ins Knospieren ein. Ey, immer diese hyperaktiven Rivalen, ne? Nochmal was? Stück in Richtung Route 3. Ja, entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger-Zutritt, die sich an unsere Arena-Mission versuchen. Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Meine Familie klebt an sich am Fernseher. Vielleicht sollte ich nochmal im Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Meine auf jeden Fall. Hi, na?
Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung vom Champ von Rose und von Rose? Von Rosé haben? Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit, du Loser. Hi, hi. Alle sind nervös, ob wir es wohl schaffen? Die Arena-Challenge beginnt bald, yay! Ja, ich hab keinen Bock, allein zu labern. Das typische Rizeros-Emblem. Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös, ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich meine Pokémon in ihren Bällen, die platzen geradezu vor Tatendrang. Wow, sind das alles Arena-Challenger? Heftig. Oh, wenn die so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen, wenn es zu viele sind. Wer bist du denn? Pekko. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Ja, merkwürdig. Dich habe ich im Trailer gesehen. Engine City. Du bist Arena-Challenger, Larico, habe ich recht? Zum Knospieren geht's hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Ich hätte es auch alleine gefunden. Danke. Es wird wahrscheinlich das da sein, ja. Hier würde da das Knospi in. Tritt ein und ruhe dich gut aus. Du wirst doch deine Kräfte brauchen. Tschüss. Dafür war ich jetzt nur da. Um rumzunerven. Mein Lieblingsmatch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet der, die das Allerbeste. Die meisten Unternehmen hier in Gala befinden sich im Besitz von Liga-Präsident Rosé. Der scheint echt eine große Nummer zu sein. Kann man da rein? Da ist Pokémon Center. Dachte ich, Pokémon Mark, Pokémon Center. Egal. Gehen wir ins Knospi hin und legen uns hin, bis der morgige Tag beginnt. Boah, was ist das denn? Für eine Statue. Oh, schon wieder. Oh, hi Kids, wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Hey Danja, was machst du denn hier? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Oha, was? Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Ja, erzähl uns bitte alles. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild und den Namen Link bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellte angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Stellt natürlich. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Na, es wird knifflig. Ja, knifflig wird es auf jeden Fall, aber irgendwo werde ich schon eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken, oh mein Gott! Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir auf jeden Fall sofort Bescheid, Sania, Sahneschnitte. Ja, Leute, eine halbe Stunde ist schon wieder rum und bevor ich da hinten schon diese Gauner, ich sehe sie schon, bekämpfen muss,
mache ich hier lieber einen Cut und sage bis zum nächsten Mal und ciao.